Dann lass uns die Spiele beginnen. Here we go! Weltweit gibt es ca. 8,5 Millionen Zeugen. Sie sind Christen, nennen Gott Jehova. Sie glauben, dass der Weltuntergang bevorsteht, den nur überlebt, wer Zeuge Jehovas ist. Ich weiß ganz genau, Freunde, dass ihr mega Bock habt auf Beef, Streit und Fitna. Und das wird in diesem Video definitiv erfüllt, Freunde. Denn ein alter Komparse und alter Freund von mir, der liebe Sammy069. Wie normal ist er eigentlich behindert? Hat mehrmals versucht, in den letzten Jahren Videos gegen mich zu droppen. Ich habe sie immer wieder ignoriert und ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt. Heute ist aber Valentinstag. Oh ja, ich weiß, du willst lustig sein, aber es war Donnerstag, der 13. Und meine liebe Prinzessin Sammy, ich habe ein wunderschönes Geschenk für dich, denn ich reagiere auf dein Video und das mit deiner eigenen Art und Weise. Somit, meine lieben Freunde, schnacken wir nicht lange herum. Wir werden Sammy zeigen, welche Community hinter GeogTV steht und was für eine Armee genau die GeogTV-Armee ist. Okay. Denn ihr werdet im Laufe des Videos erahnen, dass der liebe Sammy unsere liebe GeogTV-Armee in Frage stellt. Ich könnte den Fuvi leihen. Hallo, Herr Vermieter. Georgie? Ich weiß, ich habe noch nicht diesen Monat die Miete gezahlt. Ja, Georgie, ich weiß. Sie wissen ganz genau, wenn die Klicks nicht laufen, läuft auch nicht das Geld. Ja, wie wäre es, wenn du weiter Clickbait betreibst? Zum Beispiel bei Katja Krasewitsch. Ja, was soll ich machen, Herr Vermieter? Ja, das sagte ich doch bereits. Clickbait, Digga, Clickbait. Ich überlege mir was. Und ein bisschen aggressiver. Ja, ich überlege mir was Gutes. Vielleicht mache ich mit Katja Krasewitsch einen Song oder so. Dann werden wir definitiv das Geld reinbekommen. Mit Katja Krasewitsch würde eher Shirin David empfehlen. Wenn dir jemand Unrecht tut, sehr geduldig. Diese Menschen schlafen hungrig. Ja, Mann. Unzufrieden mit sich selber. Darauf wette ich um meinen Benzer. Ja, Mann. Keinen Respekt. Glauben sie sind perfekt. Ihre Fehler vor jedem versteckt. Doch ich check's jetzt. Lass sie reden, denn die haben nur Hass im Leben. Frag jeden. Ha. Was passiert in deinem Leben? Von allen Seiten Druck, doch wir haben Gott, guck. Wer ist auf eurer Seite? Niemand, ihr kleinen Waisen. Euer Hass macht euch zu einer Leiche. Ja, Mann, zu einer Leiche. Seid ihr zufrieden mit dem, nur wie denn? Durch Hass und Neid oder grundlosem Streit? Die Lösung ist Abstand, erst dann sind wir entspannt. Denn der Teufel hat keine Freunde, nur den der Mann kreuzte. Weiß ich nicht, Digga. Der liebe Sammy kennt sich ja mittlerweile besser aus in meinem Leben als ich selber. Das nächste Mal, lieber Sammy, wenn ich auf der Leitung stehe, werde ich definitiv mich bei dir melden. Ja, Digga, mach das. Kein Thema, alles gut. Ach echt, geklaut von Ono-chan? Wait a minute, dein Thumbnail? Geklaut von Alpha Kevin? Ja, ich muss gestehen, ich habe das Thumbnail von Alpha Kevin geklaut. Zumindest dieser Comic-Ausschnitt, ne? Weil ich keine Lust hatte, für dich 5,99 € zu bezahlen. Aber ey, wenigstens ist es bei mir nur das Thumbnail und nicht ein ganzes Intro. Aber schauen wir mal, was Alpha Kevin zu dir sagt. Ja, Leute, das ist mal wieder GeogTV. Kevin, ich heiße Georg. Falls ihn jemand noch nicht kennt, der Junge ist schon ziemlich bekannt in der Meinungsblogger-Szene, denn er wurde schon von vielen Seiten kritisiert. Und was der Typ bis heute abzieht, das kann man sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen. Die Menschen, anstatt dass sie Liebe geben, geben sie mittlerweile nur Hass, 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 Hass. Die Menschheit ist nur mehr aus Hass. Ich sag's euch, wie es ist. Nach diesem Video wirst du Nada Chindawi hassen. Nach diesem Video wirst du die Chindawis hassen. Nach diesem Video wirst du die Chindawis hassen. Nach diesem Video wirst du die militante Veganerin hassen. Nach diesem Video wirst du Barello hassen. Nach diesem Video wirst du Shirin David hassen. Anstatt dass sie Liebe geben, geben sie mittlerweile nur Hass, 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 Hass. Klar nenne ich dich dann Hufeisenbesitzer. Er hat übrigens über 20 Videos in seiner Playlist Nach diesem Video wirst du Person XY hassen erstellt. Da bekomme ich wirklich ernsthafte Schmerzen. Glaubt ihr nicht? Okay, hier eine kleine Auflistung. Meine Meinung zum Tod von Floppy. Im Thumbnail ist dann irgendein Bild von einem kaputten Auto zu sehen, damit die Zuschauer denken, bei diesem Video sehen wir, mit welchem Auto er verunglückt ist. Und was für eine Meinung will man denn bitte bei so einem Video haben, außer dass das super traurig ist? Erzähl es mir bitte, GeogTV. By the way, damit ihr überhaupt versteht, wie ekelhaft das ganze Video aufgebaut ist, er redet am Anfang
Anfang 2 Minuten über diesen Vorfall und im Nachgang blendet er ein 10-minütiges Video von Big Spin, also den Kumpel von Floppy, ein, um das Video einfach nur unnötig in die Länge zu strecken. Mehr passierte dann tatsächlich auch nicht. Mein Abschiedsvideo an Luise. Schön im Thumbnail noch ein Messer einblenden und dazu schreiben, dass es 75 Messerstiche waren. Ist ja kaum ekelhaft, sowas für Reichweite auszunutzen und dann noch so ein dämliches Bild zu veröffentlichen. Auch hier wieder, wen interessiert eigentlich ein Abschiedsvideo von George TV zu einer Person, die er gar nicht kannte? Meine Meinung zum Tod von Rio. Hey George TV, bitte lösch dich, du unsensibler Vollidiot. Ich könnte echt ausrasten, wenn ich sehe, dass jemand solche sensiblen Themen für Klicks auf seinem Kanal ausnutzt. Und das zieht sich auf seinem gesamten Kanal über Jahre hinweg durch. Er sieht, dass jemand gestorben ist, zack, ist das Video online. Mach dir das nächste Mal doch ein bisschen mehr Mühe und gestalte deine Thumbnails selber. Und wenn du Hilfe brauchst bei den Thumbnails, ich bin da für dich. Denn wenn es um ihr Service geht, Georg TV kommt von früh bis spät. 'Einige haben ja den Kanal von mir mitverfolgt. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so genüsslich an einer Zigarette rauchen sehen. Ich glaube, der liebe Sammy genießt mein YouTube-Video. Das gefällt dir. Bist wohl doch von anderem Ufer. Haben gesehen, ich habe eine Zeit lang Videos über Synergy gemacht. Und ja, es waren wirklich einige Videos. Danach haben wir über... Ja, an dem Tag, als ich dieses Synergy-Leak-Video hochgeladen habe, hast du um die 10 oder 12 Videos hochgeladen. Zählen wir mal gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie war das nochmal? 10 oder 12 Videos hochgeladen. Er sagt 10 bis 12, ich habe aber nur 6 Videos hochgeladen. Kommen bei dir, lieber Sammy, die Videos doppelt an? Oder zweimal YouTube runtergeladen? Man kann es ja nie wissen. Sauber, Georg. George. Danke, lieber Sammy. Wenn wir aber schon über die saubere Arbeit reden, reden wir aber auch über deine Arbeit. Der liebe Sammy macht sich ja lustig, dass ich sehr, sehr viele Videos über Synergy gemacht habe. Wenigstens kann ich es ja zugeben und habe gesagt, ja. Du aber, lieber Sammy, wie viele Videos hast du denn über Mo86 hochgeladen? It's the dream. Also Georgie, meine kleine Intelligenzbestie, ja? Die Thematik im Mo86 hast du ja sehr, sehr, sehr genau verfolgt, okay? Und dann würdest du auch wissen, dass es alles sportlich war anfangs, so wie mit dir und mir gerade, aber er aufs Übelste meine Familie mit reingezogen hat, beleidigt hat und diverse andere Dinge. Und ey, mach schon was gefasst, es werden jetzt 100 weitere Videos über dich kommen, nicht nur von mir. Alles klar, Digga! Ja, dann ist doch top, alle! Ich habe nämlich von klein auf gelernt, lieber Sammy, dass man, bevor man über jemanden urteilt, mal sich selber anschauen sollte. Du hast von klein auf gelernt, an Türen zu klingeln und zu klopfen und die Leute vollzuschwätzen. Du weißt, wovon ich rede. Und du, lieber Sammy, bist kein Stück besser. Dann auch über Arafat Abu Chaka. Diese Szene, glaube ich, hättest du dir sparen können. Sehr unsympathisch. Nein. Ich zähle auf euren Support und ich zähle auf mein Team Georg TV. Und ihr wart... George TV. Georgie! Ja, lieber Sammy? Was los? Musst du aufs Klo oder so? Sag dir ehrlich, da musste ich wirklich lachen. Da haben wir alle gelacht. Wir haben uns das zu sechs angeschaut beim Kollegen zu Hause. Der war gut, Georgie. Der war gut. Zweitens, Freunde, ich bin bekannt, dass ich immer... Ja, du bist bekannt als Clickbait-König auf YouTube, Alter. Ich habe König gehört. Liebe Prinzessin Sammy, ich habe für Sie Ihre offizielle Krone. Holen Sie sie ab. Sie wartet auf Sie. Scheiße, Junge, Alter. Ey, Georgie, leider sind die Nachrichten, die du mir damals geschickt hast, auf Instagram gelöscht. Warum auch immer. Ja, die ich dir geschickt habe. Ja, Georgie, stimmt. Ich hatte dir geschrieben gehabt, dass ich ein Video gegen dich machen werde, wo ein bisschen mit Kritik verbunden sein wird. Und daraufhin hast du geantwortet, wenn du ein Video gegen mich machst, wirst du mich striken. Aber leider hast du es gelöscht. Lieber Sammy, warum auch immer bei dir die Chats gelöscht sind, ich habe jeden einzelnen Chat. Georgie,
Deine Community verlangt jetzt von dir, dass du die Chats einblendest. Also blende sie doch bitte ein und zeig uns, dass du mir niemals geschrieben hast. Und meine liebe Prinzessin, die Krone ist immer noch da. Ich habe dir keine Nachrichten gesendet, sondern du warst derjenige, der mich angeschrieben hat und meine Videos mega gefeiert hat. Du warst ein richtiger Fanboy. Und ich weiß ganz genau, dass ich dich gerade provoziere. Aber das ist die Wahrheit. Du hast meine Videos mega gefeiert, du hast auf jede Story von mir reagiert, was auch sehr kollegial von dir war. Und ich habe auf deine Nachrichten geantwortet. Denn ich bin kein Mensch, der wegen ein paar Abonnenten oder auch Klicks sich cool fühlt. Bis heute reagiere ich auf jeden Kommentar oder jede Nachricht, die mir auf Instagram geschrieben wird. Und ich kacke auf diese Klicks oder Fame. Mensch ist Mensch. Und ich antworte auch jedem. Irgendwann war es dem Sammy zu viel. Er hat meine Videos dann nicht mehr gefeiert und war dann gegen mich. Kann ich nachvollziehen. Er kann tun und machen, was er will. Dann hat er angefangen, Videos gegen mich zu produzieren und auch hochzuladen. Sehr viele Vorwürfe, sehr viele heftige Titel. Und ich habe all dies ignoriert und ihm diese Bühne nicht gegeben. Oh, Georgie, bleib bitte bei der Wahrheit. Denn ich habe dir irgendwann geschrieben, als wir auch noch auf korrekt waren miteinander, ja, und uns ein bisschen ausgetauscht haben, dass ich ein Video mache, was mit Kritik verbunden sein wird. Und daraufhin hast du mir geschrieben, dass du mich striken wirst. Und deswegen gab es keine Videos, okay? Bis heute. Und heute bin ich mal an der Reihe und möchte auch ein paar Sachen über dich exposen. Also bleib fair use, okay? Und strike nicht mein Video. Mach dir keine Sorgen, lieber Sammy. Ich hätte deine Videos schon längst striken können. Georgie, gar nichts hättest du striken können, denn guck mal in meiner Liste nach. Da ist kein Video, was direkt gegen dich ist, sondern ich habe reagiert. Bei KuchenTV, bei Alpha Kevin und diversen anderen YouTubern. Und da du mir ja gedroht hast, dass du mich strikst, gab es nie ein direktes Video gegen dich. Sondern lediglich eins, wo ich mit voller Ernst in Offenbach im Park gelaufen bin, wir ein bisschen über dich abgelästert haben. Das war ja kein Video gegen dich direkt, ja. Und ich wüsste nicht, dass du ein Video von mir striken kannst, wo ich auf einem anderen Kanal reagiere, wie zum Beispiel auf einen Alpha Kevin oder einen KuchenTV. Und ich gehe mit Kritik um. Im Gegenteil, ich mag Menschen, die mich kritisieren, weil sie können mich auf manche Punkte hinweisen, die ich vielleicht vorher nicht so gesehen habe. Du hingegen bist beleidigend, herabsehend. Kannst ja auch ein Video machen. Ich küsse doch dein Herz, du Frosch. Danke, Prinzessin, dass ich ein Video über dich machen darf. Du gehst mit Kritik um. Im Gegenteil, du magst Menschen, die mit Kritik um sich werfen, dir gegenüber. Okay? Und jetzt, Freunde, möchte ich euch erklären, was... Ja, was denn jetzt? Der labert einen Scheiß, ey. ...mir gestern passiert ist. Ich muss dazu sagen, das Lachen von Sammy ist sehr, sehr süß. Könnte ich glatt in meine neuen Videos reinbauen. Weißt du, was komisch ist, Georgie? Erzähl mal, Sammy, was ist denn so komisch? Sammy, bist du noch da? Ich habe dieses Synergy League Video hochgeladen, hat jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 270.000 Aufrufe oder so. Scheinst sehr stolz auf dich zu sein wegen die 270.000 Aufrufen. Glückwunsch! Also Georgie, schau mal, ich erkläre es dir. Ich wollte darauf nur hinweisen, dass mir niemand geschrieben hat, obwohl das Video so viele Aufrufe erhalten hat. Okay, also erzähl doch keinen Bullshit. Ich habe keine Nachricht von Synergy bekommen oder von Roos und mein Video hat die größte Aufmerksamkeit bekommen über dieses ganze Thema. Ich habe mehr Aufrufe wie Synergy selber, glaube ich sogar, mit dem Statement und so, ja? Wait a minute! Oh, no, no, no! Und nein, lieber Sammy, dein Video war nicht das Video, was am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat über das ganze Thema, sondern es war das Video von Montana Black sowie KuchenTV. Die haben viel mehr Klicks als du bekommen und auch viel mehr Aufmerksamkeit. Also George, ich sag mal so, in den ersten zwei Tagen hatte ich sogar weitaus mehr Aufrufe wie alle anderen. Warum auch immer, der Algorithmus hat das mit mir an dem Tag gut gemeint, okay? Aber dass du mich mit einem Montana Black und mit einem KuchenTV vergleichst, bravo! Lieber Sammy, sei nicht so eingebildet. Georgie, also wer von uns beiden ist hier der Eingebildete? Wer hat ein riesen Porträt von sich im Hintergrund hängen mit seinem eigenen Bild? Sei ein Mensch wie der andere. Diese ganzen Klicks bringen dir sowieso nichts, denn die Leute, die das Video angeklickt haben, haben die Videos nicht angeklickt wegen dir, sondern wegen Synergy. Also komm mal auf dein Leben klar. Aber ich habe keine Nachricht bekommen von einem Synergy. Nur du kriegst immer Nachrichten von einem Arafat oder von seinen Freunden, von einem Sinan, von einem Roos und von was weiß ich wem nicht alles, ja? Von Roos war nie die Rede. Roos hat mir nie geschrieben oder irgendwie Kontakt aufgebaut. Wenn du schon die Namen richtig aufzählst, dann befasst dich mit meinen Videos, dann weißt du ganz genau, wer mir geschrieben hat und wer nicht. Ja, George, dasselbe kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, ne? Weil es gab nie ein Video gegen dich direkt, sondern lediglich Reactions. Also wenn du schon irgendwas aufzählst, dann zähle richtig auf. Ich würde ja gern schon jetzt was auspacken, aber ich behalte das noch für das andere Video, was dann noch kommen wird. Georgie, du bist ja so geil drauf, auf Aufmerksamkeit, die wirst du jetzt bald kriegen. Lieber Sammy,
Wenn die Aufmerksamkeit von Montana Black kommen würde, dann würde ich geil drauf sein. Aber von dir, wer bist du? Wer bist du, dass ich geil auf deine Aufmerksamkeit bin? Das ist das erste Mal, dass ich ein Video über dich mache, obwohl du zigtausend Videos gegen mich gemacht hast. Also wer will hier die Aufmerksamkeit bekommen? Du hast erst angefangen, wieder Videos gegen mich zu machen, weil ich Klicks bekommen habe. Ach Georgie, soll ich dir sagen, warum ich angefangen habe, ein Video gegen dich zu machen? Ich beobachte dich schon seit langem, okay? Mit deinem Clickbait, den du hier betreibst und. So Georgie, du warst die ganze Zeit wieder weg, hast keine Videos gemacht. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen wieder. Ich war auch jetzt wieder einen Monat weg. Und auf einmal, obwohl du mir nicht folgst, schaust du dir alle meine Storys an. Und die Themen, die relevant sind und die Aufrufe haben, die behandelst du dann auch. Also erzähl mir keine Scheiße. Davor war Mo86 für dich die Thematik, weil er Klicks gehabt hat. Mo86 war die Thematik, weil er aufs Übelste mich beleidigt hat, meine Familie mit reingezogen hat und vor allem meinen Sohn beleidigt hat, der zu dem Zeitpunkt 2 oder 3 war. Und er hatte noch nie mehr Klicks wie ich oder mehr Abonnenten oder sonst was, aber darauf ist auch geschissen. Also laber nicht von Aufmerksamkeit. Aber hey, heute hatte ich keinen Plan, was ich für ein Video hochlade. Und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, hey, ich bin hier. Und jetzt sage ich dir nur eines. Danke. Vielleicht solltest du mal durch die Todesanzeigen gehen in Österreich. Aber hey, gerne. Wenn eine Nachricht zurückruft, dann ist sie einfach weg. Es steht auch nicht Nachricht gelöscht, sondern es ist weg. Es ist so, als hätte dieser... Aha. Also hast du die Nachrichten gelöscht bei mir, die du mir damals geschickt hast. Gut zu wissen. Hä? Was hat das mit dem Thema zu tun? Ich habe versucht davor, mit dir irgendwie klarzukommen, mit dir zu reden, aber mit dir zu reden ist sehr, sehr schwer. Für mich bist du halt ein bisschen zu anstrengend und auch ein bisschen impulsiv, kann man sagen. Was auch dazu gebracht hat, dass ich dich einfach blockiert habe, weil ich gehe solchen Menschen aus dem Weg. Georgie, jetzt hast du es gerade zugegeben, dass du mir doch geschrieben gehabt hattest und danach blockiert. Jetzt hast du mich ja auch wieder blockiert, ne? Account mir nie eine Nachricht gesendet. Und jetzt will ich ganz ehrlich zu euch sein. Wie ihr vielleicht seht, mache ich weitere Videos über Arafat. Na klar machst du weitere Videos. Du gehst über Leichen. Dir schmeckt das Geld. Hey Katja, wie geht's dir? Ja Katja, du ey, mein Vermieter hat mich vorhin angerufen bezüglich Geld und das Ganze und Miete zahlen. Nein Digga, was für Onlyfans, niemals. Nee, hast du eine bessere Idee? Ja. Einen neuen Song gemeinsam? Ja, nennen wir ihn doch Kleine Prinzessin. Perfekt, Mann. Da wird sicher das Geld rausspringen. Perfekt, ich küsse dein Herz. Danke, Katja. Ey, du. Ich liebe dich. Und du machst nicht wenig gerade aktuell mit deinem Kanal. Ich weiß, was die Videos bringen und was nicht. Vergiss nicht, ich mache auch YouTube. Und ich habe auch YouTube-Studio und sehe, was die Einnahmen sind und was nicht. Und wie der RPM und CPM ist und was auch nicht. Ne? Sammy, ich krieg die Migräne, Sammy. Halt, stopp! Ein CPM von einem Kanal ist variabel und unterscheidet sich von Kanal zu Kanal. Du kannst nicht wissen, wie viel ich verdiene durch YouTube. Denn erstens gehen meine Videos immer unterschiedlich lang. Nicht jedes Video von mir geht über 8 Minuten. Zweitens kann ein Kanal, der über 1 Million Abonnenten hat, weniger verdienen als ein Kanal, der 10.000 Abonnenten hat. Es kommt immer darauf an, wie aktiv man ist, wie lange die Videos sind und wie viel Werbung man reinhaut. Wie aktiv die Abonnenten sind und wie viel Klicks man im Endeffekt auch reinbekommt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Faktoren, Freunde. Und wie Sammy redet, gibt er mir und auch euch dieses Gefühl, er würde YouTube mehr kennen als Max Zuckerberg, Elon Musk und keine Ahnung, wie diese Simone heißt, die YouTube gehört. Sammy, komm mal runter und ich kann dich beruhigen. Durch YouTube kann ich nicht leben und ich mache das immerhin noch als Hobby. Oh, Schmerzen bei dir. Du hast recht, der CPM und RPM variiert bei jedem YouTuber, okay? Aber du Schwachkopf hast Social Blade und daran kann man circa deine Einnahmen berechnen. Und ich werde keine Angst haben. Und ich werde auch keine Videos zurückziehen. Ich habe die Videos über Arafat gemacht. Weil du auch so einer bist, der sich in seinem Kinderzimmer versteckt wie Mo86. Du bist genau dieselbe Schiene und ihr wohnt im selben Ort. Was ein Zufall. Es wird mir langsam zu anstrengend, diesen Typen zuzuhören, weil er nur Blödsinn redet. Er weiß mittlerweile, in welchem Ort ich lebe. Und anscheinend lebt der Mo86 im selben Ort. Lieber Sammy, das stimmt auch wiederum nicht. Der Mo86 lebt im gleichen Land, aber nicht im gleichen Ort. Ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich glaube, geografisch gesehen ist es für dich dasselbe. Das sagte der Schulabbrecher, der zur Bundeswehr musste 2017. Dass meine Community und meine Zuschauer hinter mir stehen. Welche Community, welche Zuschauer? Mann, ey, Georgie, Alter. Oh, Leute, ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen. Aber er stellt unsere Georg-Zivil-Armee in Frage. Ballert die Likes auseinander und abonniert den Kanal. Kanalmitgliedschaft aktivieren, Freunde. Wir werden ihm mal zeigen, wer die Georg-Zivil-Armee ist. Schnall dich an, lieber Sammy. Ach, stimmt, diesen Klicks, Likes und alles andere ist wichtig. Sieht man ja. Digga, kein Mensch will ich sehen. Kein Mensch will ich sehen, Mann. Verpiss dich. Geh raus. Okay, dann geh ich raus.
Was soll ich sagen, Bruder? Aber schon irgendwie widersprüchlich, dass der liebe Sammy auf mein Video reagiert und gleichzeitig sagt, dass keiner mich sehen will. Komisch. Georgie, selbst wenn du kein Video hochladen würdest, man würde es nicht mal merken. Aber du bist ja echt frech geworden. Deswegen haben wir uns der Sache angenommen. Was, ich bin frech? Was habe ich getan? Und werden gegen dich agieren demnächst. Sportlich natürlich, ne? Ach so, sportlich, alles klar. Ich dachte mir schon, Universum Boxing, ich gegen dich. Aber wenn, obwohl... Georgie, ich kann das klar machen. Das wäre nicht das Problem. Aber da du auch so einer bist wie Mo86 und nur Sprüche klopfen tust im Internet, weiß ich, dass du zu 100% nicht zusagen würdest und die Kontakte bestehen. Ja, jetzt stell dir mal die Frage, warum dich die Leute kritisieren. Stell dir doch mal jetzt wirklich die Frage, Georgie, warum dich die Leute kritisieren. Clickbait, falsche Behauptungen, über Tote berichten ständig, letztes Video, Beweisvideo, du hast mit denen Kontakt, bla 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 bla. Es gibt einige, die mich kritisieren, definitiv. Und ich habe das auch in meinem Video gesagt. Und ich kann mit Kritik sehr gut umgehen. Aber lieber Sammy, ich bin noch nie so weit gegangen, dass ein Kanal über mich erstellt wurde, der Kritik extra über mich hochladet. Und das ist aber bei dir der Fall. Nämlich der Kanal Montieren mit Sammy 069. Der Kanal hat ja auch schon über 200 Abonnenten und ladet nur Kritikvideos über dich hoch und macht sich lustig über dich. Du behauptest, ich lade falsche Behauptungen hoch, ich lade Videos über Tote hoch etc. Was machst du denn in der Zwischenzeit? Hab ich dich angeschrien, soll ich dir jetzt gleich eine Faust geben live? Oder später nachdem? Du drohst deiner Freundin im Livestream, dass du sie schlagen willst. Deutest sogar darauf hin, nur weil sie dir kein Essen gemacht hat. Schatz, ich hab Hunger. Du hast heute nichts gekocht, du unproduktiver Mensch. Wow, lieber Sammy, bist du ein Vorbild und ein besserer Mensch. Schau mal, für wie blöd hältst du mich? Glaubst du, ich würde wirklich im Livestream meiner Freundin drohen? Du hast jetzt geglaubt, du hast jetzt echt was gefunden gegen mich. Aber Digga, ich muss dich enttäuschen. Das war einfach nur Spaß. Und jetzt speziell über die Thematik Videos über Tote. Ich habe vor circa 7 Monaten ein Video hochgeladen, meine Meinung zum Tod von Rio. Das Video wurde kritisiert, die Leute haben über mich geredet, ich nutze Tote aus über Klicks und. Aber keiner weiß, was privat passiert. Denn die Mutter von Rio, Mandy, hat mein Video in ihre Story gepackt. Freiwillig von ihr aus. Und weil ich die ganze Zeit Kritik bekommen habe und die Leute gesagt haben, du nutzt Tote aus, habe ich extra die Mutter von Rio geschrieben. Ich hoffe, dass dich nichts an meinen Worten oder Video gestört haben. Dann hat sie geschrieben, hey, danke für deine lieben Worte. Nein, das, was du gesagt hast, ist wirklich lieb. Also die Mutter von Rio bedankt sich, ist glücklich, postet mein Video in die Story und ihr da draußen kritisiert mich und behauptet, ich nutze Tote für Klicks aus. So, Georgie, und jetzt erkläre ich dir mal den Unterschied zwischen dir und mir zum Thema Klicks mit Toten macht. Du hast, ich weiß nicht wie viele, 20, 30, 40 Videos hochgeladen über tote Menschen. Und wow, du hast der Mutter geschrieben, ich hoffe, dich stört nichts an meinen Worten. Guck mal, der Unterschied zwischen dir und mir ist, als ich das mit Mo86 gemacht habe, als ein totes Mädchen in seiner Wohnung gefunden wurde, wurde ich von der Mutter kontaktiert und die haben darauf bestanden, dass ich ein Video dazu mache. Und guck mal, ich sage dir noch etwas, ja? Ich habe keine Monetarisierung drauf geschaltet im Gegensatz zu dir. Ach so, dem muss ich noch was hinzufügen. Falls du jetzt glaubst, wegen Urheberrecht bla, habe ich keine Monetarisierung bekommen. Nein, das ist Quatsch, weil ich von vornherein wusste, dass ich keine Monetarisierung drauf schalte, weil ich das auch so mit der Mutter besprochen habe. Habe ich auch Titel verwendet, also unterlegt Musik, wo es natürlich mit Urheberrecht ist, ne? Und die eigentlichen Leute, die mit dem Thema zu tun haben, bedanken sich bei mir, posten das Video sogar in ihrer Story und unterstützen mich. Ja, siehst du, und genau dasselbe war bei mir. Okay, die Mutter hat mich schon unterstützt dabei bei dem ganzen Video. Die haben das gepostet. Die Schwester war mit mir in Kontakt. Ich war mit denen in Dauerkontakt. Okay? So, also erzähl keine Scheiße. Denn weil du einmal jemanden geschrieben hast, wo du ein Video gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass du berechtigt bist, überhaupt Videos zu machen über Tote. Aber wie man schon sagt, jeder von euch möchte sich natürlich als Held dastehen lassen und als Moralposter, obwohl er keins von dem Ganzen ist. Wunderst du dich noch? Nein. Du weißt ganz genau, was du hier machst. Du weißt, dass du Clickbait betreibst. Du weißt, ansonsten wärst du nicht relevant bei YouTube und... Ach, Digi. Georgie, ich freue mich. Ich freue mich echt. Glaub mir, lieber Sammy, ich freue mich auf dieses Video auch mega. Und ich will deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn dieses Video online kommt und du siehst, dass ein Video über dich gemacht wurde. Perfekt. Bin sehr gespannt, wie du dich dabei fühlst. Wie gesagt, Fair Use,
alles cool. Mach dir keine Sorgen. Das Video werde ich nicht striken, wie oft du noch Fair Use sagen willst. Denn du hast schon mehrere Videos über mich gemacht und ich habe dich nie gestrikt. Ich habe dir nur lediglich keine Aufmerksamkeit gegeben. Und ja, ich erfülle dir gerade den Wunsch und gebe dir die Aufmerksamkeit. Aber das Ganze, weil du meine Community in Frage gestellt hast und meine Armee. Und ich will dir eines sagen, meine Armee ist gerade hinter mir. Und das stärker denn je. Georgie, ich hab dir auch damals Support gegeben. Ich hab dich sogar gemocht. Anfangs. Ich dachte mir so, wer ist dieser komische Frosch? Georgie. Coole Aussprache irgendwo. Ich fand's lustig. Sowas gibt's bei uns nicht. Wir haben so einen anderen Dialekt. Und egal welches Video du bisher gemacht hast, es war nie der Inhalt wie in dem Titel angegeben. Nie. Zeig mir ein Video. Sammy, dieses Video. Denn der Titel und auch der Inhalt passen genau identisch zueinander. Glaub mir. Selbst jetzt passt der Titel nicht zum Inhalt. Denn dein Video ist kein Zerstörungsvideo, sondern einfach nur Angriffsfläche für mich. Georgie, wenn du mich zerstören willst, musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben, okay? Ja, gut. Das war unser George TV, unser Clickbait-König. Prinzessin Sammy, vergessen Sie Ihre Krone nicht. Prinzessin Sammy, möchten Sie gerne den Thron mit mir teilen? Nee, möchte ich nicht. Deine Sektenkrone kannst du für dich behalten. Warum hast du denn so eine Krone zu Hause? Benutzt ihr das bei euch in der Sekte? Ich weiß gar nicht, was ich so großartig jetzt zu dem hier sagen soll. Das wird nämlich alles in ein paar Videos verpackt demnächst. Da wird einiges kommen. Wahrscheinlich habt ihr das schon mitbekommen. Das wird demnächst auch geleakt. Ja. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Freut euch auf weitere Videos. Zeigt ihm, wer die Armee ist und zeigt ihm, wie stark Georg TV ist. Ich glaube, irgendwann muss ich auch das Spieß drehen. Heute ist es an der Reihe. Heute meldet sich mal Georg TV. Ich küsse eure Herzen, Freunde, an jeden Einzelnen, der diesen Kanal supportet, ihm weiterhin Liebe gibt und aktiv auf diesem Kanal ist. Gesund und bis zum nächsten Video. Peace. Also, Georgie. Ich fand dein Video ja wirklich an zwei oder drei Stellen sehr lustig. Ich kann mich auch selber hops nehmen, das ist gar kein Thema. Aber guck mal, wenn du mich zerstören willst, musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben, okay, mein Freund? So, in dem Sinne, wir bleiben sportlich. Ich habe dich nicht beleidigt, du hast mich nicht beleidigt. Wenn es auf der Schiene weitergeht, kein Thema, können wir weiterspielen. Wenn du schon versuchst, mich zu exposen mit irgendwelchen Dingen, die ich im Livestream gesagt habe, dann nimm den ganzen Livestream und blende ihn doch mal bitte ein, okay? Und dann sehen wir, ob das ernst war oder ob das ein Spaß war. Okay? So. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und teilt das Video. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpfe für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nachts.